So, als wir uns vor 2 Jahren hier getroffen haben, war der Herr Janukowitsch hat die EU diesen Vorschlag zurückgewiesen, der EU-Assoziation. Und das führte dann zu dem Niedergang der Regierung, der Annexion der Krim und sehr frostigen Beziehungen zwischen Russland und der EU. Und letztes Jahr haben wir dann darüber gesprochen, wie wir also entsprechend den offenen Krieg vermeiden können in Ostukraine. Und da haben wir heute vielleicht schon die ersten Früchte der zweiten Vereinbarung von Minsk. Und zwar Herr Außenminister Steinmeier hat da schon darüber gesprochen, über die Entminung und den Waffenstillstand. Und still, und immer noch sehen wir erneutes Kämpfen in Donetsk. So, und dann gibt es einen weiteren Indikator. Und zwar vor 1,5 Jahren habe ich gesprochen über Novorossija in Russland, das Land von Donetsk und Lugansk bis nach Odessa. Da habe ich mit Leuten gesprochen, die das gut finden und die fanden die Politik des russischen Präsidenten großartig. Und vor ein paar Tagen habe ich noch mal mit den Leuten gesprochen und sie waren echt deprimiert über die Aussichten dieses Gedanken und dass Putin nicht mehr diese Prioritäten teilt. Und da muss sich doch etwas verändert haben. Und zwar haben sie gesagt, dass also das Engagement von Russland in Syrien eher als in der Nachbarschaft, da waren sie also enttäuscht. Also Putin hat sich dem Nahen Osten entsprechend zugewandt und das hat also die Unterstützer der Novorossija entsprechend enttäuscht. Und das hat also entsprechend auch das Gleichgewicht der Kräfte in Syrien verändert. Es gibt ein neues Element und zwar wurde der russische Airliner entsprechend abgeschossen oder ist abgestürzt über Sinai und New York Times schreibt, dass FBS jetzt den FBI gefragt hat, diesen Kriminalfall zu untersuchen. Und nächste Woche werden wir uns treffen in Antalya, im 20er-Gipfel. Und das wird ein interessanter Vergleich zu Brisbane letztes Jahr. Und Putin hat da dieses Treffen früh verlassen und in Antalya wird er wohl bis zum Schluss bleiben und da im Fokus bleiben. Also es gibt also eine sehr interessante Entwicklung in den letzten 2 Jahren bis hin zur Zusammenarbeit in der heutigen Zeit. Und also, die Podiumsdiskussion, die wir heute haben, wollen wir doch die Möglichkeit mal anschauen, der zukünftigen Zusammenarbeit und wollen wir doch analysieren, was die Probleme immer noch sind. Und das Podium, wir haben, wie Thomas gesagt hat, wir haben 5 sehr interessante Gäste, die diese Diskussion führen können. Und erst einmal möchte ich sagen, wir haben 70 Minuten, 80 Minuten, wir haben Zeit für Fragen natürlich von dem Saal und auch Twitter-Teilnehmer können da entsprechend sich beteiligen und jeder sollte sich kurz fassen. Also wenn Sie die Zeit haben, ich werde Ihnen meine Uhr zeigen, sodass Sie immer wissen, dass die Zeit langsam knapp wird, wenn ich die Uhr hochzeige. Also ich möchte Professor Wieke Freiberger ansprechen als Erste. Und möchte Sie fragen, der Außenminister Steinmeier hat gesagt, der Minsk-Prozess hat den Konflikt in Bann gehalten und der Waffenstillstand hält weiter an. Könnte das auch für bessere Beziehungen zwischen Russland und seinen Nachbarn und Osteuropa im Ganzen führen? Ich würde das schon sagen, dass die Russen oder die Beziehungen mit Russland viel besser wären, wenn die Ereignisse in der Ukraine anders wären. Da würden wir hier nicht sitzen. Und zwar, und dann würden wir uns nicht darüber Sorgen machen, was wir in der Krise tun würden, weil es keine Krise geben würde, weil Völkerrecht respektiert werden würde, dass die Vereinbarung von Budapest, die Garantie der Souveränität von Ukraine wäre respektiert worden, dann hätten wir also dieses Problem überhaupt nicht. Aber nun ist es so, aber Minsk ist ein Schritt in die richtige Richtung, meines Erachtens. Und hoffentlich wurde da dieser Schritt unternommen.
Aber trotzdem haben wir eine spannungsgeladene Situation. Ich glaube, viele stimmen da mit mir überein, dass diese Spannung zwischen Russland und dem Rest von Europa noch nie so hoch war wie, also lange nicht. Und es zeigt Zeichen, dass also hier Russland sich in einer rücksichtslosen Art und Weise bewegt hat und dass die europäische Sicherheit wirklich unter Druck ist und unter Gefahr. So, und hier gibt es zwei verschiedene Ansichten darüber, wo wir sind, wo wir herkommen oder wo wir hingehen. Wir dachten, dass wir eine gemeinsame Vision hätten mit Europa und demokratischen Europa, mit einem freien Markt und Interaktion und Freundschaft zwischen den Völkern. Und alles sah gut aus. Und plötzlich haben wir die Rhetorik des Kalten Krieges und des Stalinismus sogar. Und Russland sagt, dass die unter Bedrohung sind. Aber das ist genau andersherum, dass die Nachbarn sich bedroht fühlen durch Russland. Also wir haben hier wirklich einen riesen tiefen Abgrund. Nicht zwischen zwei Versionen nur und zwei Auffassungen, was da geschieht. Nein, wir sind vielleicht sogar in zwei Universums. Also Russland in einem Universum und die Großteil der Welt in einem anderen. Der eine von Venus, der andere von Mars. Und ich glaube, Russland ist eher Saturn, der böse alte Mann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also in Minsk, da wurde ein Schritt genommen, um diesen Abgrund zu überwinden und diesen großen Unterschied zu überwinden, was in der Welt geschieht und warum es geschieht und wie man dieses lösen könnte. Natürlich ist es so, dass wir versuchen müssen, weiter versuchen müssen und die Alternativen sind einfach zu furchtbar, dass man darüber nachdenken könnte. Aber ich denke trotzdem, dass beide Seiten denken, dass bestimmte rote Linien sind, die sie nicht übertreten möchten und sie nicht übertreten können, wenn sie also ihre Prinzipien weiter beibehalten wollen. Und die Frage ist natürlich am Ende des Tages, wo sind die wirklichen roten Linien? Ich glaube, dass da dass Leute also Propaganda haben und Missinformation machen, aber wenn wir da durchdringen, durch dieses Gehabe, dann können wir auf die wahren Themen, wahren Ziele kommen und dann sind die Chancen eines Dialogs besser. Vielen Dank, Herr Wladimir Schischow. Also, es gibt zwei Arten des Universums. Russland auf der einen Seite und der Rest von Europa auf der anderen Seite. Das hat also Frau Fallberger gesagt. Und ich habe gerade gesagt, gibt es auch verschiedene Diskurse in Russland selbst. Wie würden Sie das beantworten? Wo sehen Sie Russland in diesem Diskurs und was macht die Unterstützer von Novorossija so enttäuscht heutzutage? Also, ich war beeindruckt durch die Frau Präsidentin, durch den Vergleich meines Landes mit Saturn. Ich glaube nicht, dass wir so viele Satelliten hätten, die um uns herumgehen und einige sogar inzwischen Planeten, die es nicht mehr gibt. Aber vielleicht fange ich noch mit etwas anderem an. Also der Titel der Sitzung ist doch falsch. Russland ist Europa. Es ist ein großer Teil Europas. Also das ist vielleicht ein Resultat, etwas Durcheinanders der Organisatoren, die also zwei Gedanken entsprechend durcheinander gebracht. Also Russland und einer kleineren Europäischen Union. Es wäre besser zu sagen, Russland und die Europäische Union. Das ist etwas, mit dem ich mich viele Jahre lang beschäftigt habe. Also die Ukraine wurde schon erwähnt. Die ukrainische Krise hat tatsächlich einen schweren Misstrauen eingebracht in unserer Beziehung mit der EU. Und 2 Jahrzehnte haben wir gedacht, dass wir eine strategische Partnerschaft bauen. Und das wurde mit einem kleinen Kieselstein verglichen. Also im Prinzip rund und schlüpfrig und schwierig zu greifen. Und diese strategische Partnerschaft sollte dann für eine
wirtschaftliches und humanitäres Projekt entsprechend dienen, dass man also eine gemeinsame Raumwelt von Lissabon bis Vladivostok. Wir waren da also nicht auf der falschen Fährte, wir waren auf der richtigen Fährte. Die Wirtschaft und der Handel hat sich hier entsprechend entwickelt und wir haben also auch institutionelle Architektur aufgebaut. Aber was in 2013 und 2014 geschehen ist, hat dann demonstriert, dass die EU nicht für eine langfristige Partnerschaft von gleichberechtigten Parteien vorbereitet war. Stattdessen glauben wir, dass Russland benutzt wurde, entsprechend als Vogelscheuche, um entsprechend die Nachbarn, unsere Nachbarn, für eine tiefere Integration mit der EU, nicht in die EU, entsprechend zu überzeugen und dann um dann weiter sich wegzubewegen von meinem Land. Also die Eastern-Östliche Partnerschaft, das Projekt, also wir waren offen dafür. Und ein Autor wird das ja bestätigen, der neben mir sitzt. Also das wurde angesehen als geopolitisches Werkzeug durch einige. Also der Kalte Krieg war beendet und man sollte die europäische Lösung wählen. Also Regierungen sind natürlich immer nicht perfekt, wie die meisten in dieser Region. Und Herr Janukowitsch in der Ukraine konnte also nicht die Erwartungen erfüllen. Und der Westen hat dann offen unterstützt, was ein Staatsstreich war gegen die Verfassung. Und Sie können mich nicht von irgendwas anderem überzeugen, sodass seine Nachfolger dann diese richtige Entscheidung treffen konnten. Also jetzt wurde die Schuld Russland zugeschoben und das ist modernes Mittel der europäischen Therapie geworden. Also wie ist es mit dem Nahen Osten und Afrika? Viele haben also das entsprechend erlebt jetzt den Export der europäischen Demokratie als arabischer Frühling. Arabischer Frühling wird aber heutzutage kaum mehr erwähnt. Ich hoffe, dass Russland dafür nicht auch noch die Schuld bekommt. Obwohl einige Politiker ihre Fantasie schon langsam in diese Richtung sich entwickeln lassen. Mr. Chichov, vielleicht können Sie zum Ende kommen. Also was muss also geschehen? Ich werde versuchen, kurz zu sein, so kurz wie möglich. Also es wird schwierig sein, also zum Business as usual zurückzugehen. Also ich denke, damit haben wir ein Einvernehmen mit der Europäischen Union. Und ich habe fast 17 Jahre Erfahrung mit der EU und Russland. Ich denke, dass man drei Dinge erwähnen sollte. Erstens, also eine machbare Lösung muss gefunden werden, wie wir also in unserer gemeinsamen Nachbarschaft Geschäfte abwickeln können. Also das kann kein Cordon sanitär werden, kein Niemandsland werden hier in der Europäischen Union. Und die Spekulation, dass Russland hier eine Sphäre des Einflusses entwickeln wird, ist völliger Quatsch. Also es war die EU, nicht Russland. Und Russland wollte eigentlich immer Integration, Europa von Lissabon nach Vladivostok, das sind alles doch Vorschläge von Russland gewesen, aber natürlich haben wir da nicht exklusive Rechte daran. Was ist zweitens, Herr Chichov? Also, vielleicht könnten Sie doch sich kurz halten. Also, wenn ich mich limitieren soll auf eine der drei Sachen, so, es gibt da eine Möglichkeit, dann gibt es zweitens. Wir werden verschiedene. Zweitens müssen wir also die Erosion der Sicherheitsarchitektur wieder zurückführen. Es ist jetzt sehr fragil. Wir müssen es wieder stärken. Und das Letzte, also bevor wir Beziehungen normalisieren können, müssen wir also einen Nachweis sehen, dass die entsprechende Kampagne gegen mein Land beendet wird. Und es gibt primitive russophobische Argumente gegen mein Land und das wird schwierig werden. Und es wird immer schwieriger werden, das zu verbessern. Also darauf will ich mich limitieren. Mr. Makiev. Herr Makiev.
Wenn es ganz besonders in der Frage des Nahen Ostens Verhandlungen gibt jetzt zwischen Russland und den USA, denken Sie, dass die USA der Verlierer sein wird? Oder gibt es da auch etwas zu gewinnen? Ich denke, dass die Situation heute in der Ukraine ein großes, schmerzhaftes Problem bleiben wird für die Euroatlantische Gemeinschaft, für die EU-Gemeinschaft insgesamt. Diese Sicherheitsproblematik, die entstanden ist nach der russischen Aggression, der Annexion der Krim, hat die gesamte Architektur, die Sicherheitsarchitektur, die entstanden ist nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa, zu Fall gebracht. Und jeder hier im Raum und auch jeder in der Euroatlantischen Gemeinschaft möchte dieses Problem lösen, um nicht zu einem Szenario Business as usual zurückzukehren, sondern zurückzukehren zu sicheren internationalen Beziehungen. Was uns Europäer unterscheidet von unseren russischen Kollegen, ist, dass wir eine positive Denkweise einbringen in einen Verhandlungsprozess. Wir kommen zusammen, um eine Lösung zu finden und nicht um unsere Position wieder und wieder zu wiederholen. Wenn ich jetzt Beispiele höre, dass man irgendwo in den Weltraum reist. Man würde 7 Jahre brauchen, um bis zum Saturn zu kommen. Ich meine, in den Beziehungen mit den Russen geht es nicht um solche Beziehungen, sondern interstellare Abstände, die es gibt im Verständnis, wie die Dinge in Europa laufen und was die europäischen Werte ausmachen und was die russischen Werte ausmachen. Sie sind getrennt voneinander um Lichtjahre leider. Die Situation und tatsächlich die Krise in der Ukraine, die in internationalen Organisationen häufig bezeichnet wird als Krise in und um die Ukraine herum, das sind tatsächlich Krisenszenarien, die hervorgerufen wurden durch Russland, durch die Russische Föderation und auch bedingt sind dadurch, dass die Russische Föderation sich eigentlich verpflichtet hat, das nach dem Zweiten Weltkrieg entstandene Reglement einzuhalten. Und das wirkt sich natürlich auch auf Syrien etc. aus. Herr Bildt, ich kann mich daran erinnern, dass Sie Anfang dieses Jahres den Vorschlag gemacht haben, wir sollten Militärhilfe für die Ukraine leisten. Jetzt haben wir den Minsker Prozess, er ist weitergelaufen. Denken Sie heute auch noch, dass Waffen weiterhelfen könnten oder sind Sie jetzt erleichtert, dass die Obama-Regierung ihren Vorschlag nicht aufgegriffen hat? Ich habe immer gesagt, dass das Wichtigste, was wir machen können, um die Ukraine zu stärken, auf verschiedene Art und Weise geleistet werden kann. Die Ukraine hat das Recht der Verteidigung ihres Staatsgebietes. Und die Situation, die wir haben, ist interessant. Und es war interessant, was Sie am Anfang gesagt haben. Was wir nämlich haben, ist, aus Gründen, die man diskutieren könnte, hat Putin sein Abenteuer begonnen. Er hat die Krim genommen. Er hat das Novorossija-Projekt initiiert, versucht damit in ein paar Monaten die ganze Ukraine irgendwo zu Fall zu bringen. Das ist nicht hat nicht geklappt. Und er ist zurückgedrängt worden, auch durch die politischen und militärischen Bemühungen der Ukraine. Und er ist jetzt zurückgedrängt in den Osten der Ukraine, nach Lugansk etc. Und er weiß jetzt nicht so genau, was er machen soll. Wladimir hat sich auf die Medien bezogen. Und die russischen Medien sind irgendwo interessantes Beispiel. Nicht unbedingt sehr frei, aber wenn man jetzt mal die Medien betrachtet in Russland, sie sind vollkommen rübergeswitcht auf eine Reportage auf Syrien. Das hat nicht funktioniert im Osten der Ukraine und Putin zieht seine Kräfte zwar nicht zurück, weiß aber auch nicht genau, was er in der Region jetzt machen soll. Wladimir, ich bin ja Teil der Beziehungen zwischen der EU und Russland gewesen seit langer Zeit und schon 1994 war ich bereit,
Aspekts involviert in der Aushandlung des Partnerschaftsabkommens mit der EU. Und da hatten wir sehr viel Unterstützung damals von Jelzin. Wir haben dann an einigen Themen sehr konstruktiv zusammengearbeitet. Ich war eine der ersten hohen Vertreter und Wladimir war einer meiner Stellvertreter. Es war ein wunderbarer, konstruktiver Stellvertreter. Dann hatten wir die Aushandlung der gemeinsamen Räume 2003, den Krieg in Georgien. Den hätten wir vielleicht unsererseits etwas ernster nehmen sollen, denn da haben wir zu schnell normalisiert. Sowohl Wladimir als auch ich waren im November 2009 bei den Verhandlungen am Tisch, als wir die Modernisierungspartnerschaft mit Russland beschlossen haben. Wir haben ständig die Hand gegeben. Immer und immer wieder haben wir Russland über zwei Jahrzehnte die Hand gereicht. Aber die Modernisierung ging nicht weiter. Russland ging auf einen autoritären Kurs und dann haben wir eben diese Szenarien gehabt. Der Modus Vivendi, die gemeinsame Nachbarschaft. Ich meine, wir wollen kein neues Jalta. Das Recht jeder Nation, sein Schicksal zu bestimmen, muss die Grundlage all dessen tun, was wir machen. Wladimir hat was gesagt über die Erosion der Sicherheitsordnung. Das stimmt. Absoluter Respekt für die Grenzen und die Pariser Charta ist wichtig. Keine Militäraggression gegen Grenzen, das sind wichtige Prinzipien. Sie haben etwas gesagt über die Schmutzkampagnen in den Medien. Nun ja, ich habe irgendwie vorgestern Herrn Kisiljow gesehen im russischen Fernsehen. Und er hat seine Version der Tragödie des Flugzeugabsturzes im Sinai dargestellt. Kisiljow ist Chef der Informationsstellen Russlands und er hat gesagt, wahrscheinlich ist es die CIA gewesen, die mithilfe von ISIS das Flugzeug abgeschossen hat. Ich meine, es gibt weniger kompetente Journalisten, denen hätte man das verziehen. Aber wenn es Herr Kisiljow sagt zur Primetime und solche Anschuldigungen macht, was hat er denn sonst gesagt? Er hat gesagt, eine Möglichkeit besteht darin, dass das ein Terroranschlag war. Und die Frage ist, warum macht die US-Regierung nichts und die britische Regierung nichts? Sie haben ja beide gesagt, dass sie Nachweise dafür haben in Bezug auf genau diese Version der Ereignisse. Aber diese Nachweise, die angeblich da sind, geben sie nicht weiter. Die USA insgesamt hat gar nichts weitergegeben. Er hat sogar gesagt, es ist wahrscheinlich so, dass die CIA ISIS da angestachelt hat. Das ist wirklich etwas Unglaubliches. Naja, man sollte vielleicht vorsichtig lesen, was Ashton Carter, der Verteidigungsminister der USA, gesagt hat vor den Ereignissen. Er hat irgendwie gesagt, in den nächsten Tagen werdet ihr Russen Opfer haben. Sie können doch wirklich kein ernsthafter russischer Diplomat sein. Und ich denke eigentlich, dass sie das sind. Sie werden doch wirklich nicht öffentlich darstellen und erklären wollen, dass die USA das Ganze initiiert hat. Das tue ich ja auch nicht. Ich sage eigentlich nur nochmal, wiederhole nur nochmal das, was diese Person gesagt hat. Nun, ich habe mich auch auf die Äußerungen bezogen, die von russischer Seite kamen. Herr Röttgen, zwei unterschiedliche Welten des Diskurses, wie wir es auch hier heute erleben. In diesem Lichte muss ich fragen, Deutschland wird bald den Vorsitz in der OSZE übernehmen. Und was kann Deutschland tun, um irgendwie moderierend einzugreifen, um auch selbst etwas zu leisten in der Rolle Deutschlands als OSZE-Vorsitz? Es ist eine Organisation, die im Minsker Prozess vielleicht nicht zu hilfreich war, aber doch ihren Beitrag geleistet hat. Hier muss ich zunächst einmal sagen, Deutschland hat keine besondere Rolle als Moderator. Wir haben eine klare Position, wir sind Teil der EU, Teil der westlichen Gemeinschaft und wir haben insgesamt alle gemeinsam dieses Thema aufzugreifen und nicht irgendwelche Sonderrollen herauszubilden, zum Beispiel für Deutschland. Zweitens würde ich gerne sagen wollen, wie im Minsker Prozess
Ist es so, dass die OSZE ein politisches Werkzeug ist, nicht für alles ausreichend, aber wenn es politischen Willen gibt, kann man diese politischen Werkzeuge einsetzen. Wir werden versuchen, genau dies zu tun, die OSZE und den deutschen Vorsitz hier mit hineinzubringen und diese Institutionen anbieten, dass man sie eben einsetzt für den Prozess, indem man versucht, die beiden getrennten Universen wieder zusammenzubringen, weil ich meine, wenn man die Situation so beschreibt, dann hat man noch kein Rezept für eine Lösung. Und wir werden dann vielleicht auch das aufgreifen, was Sie gesagt haben. Russland ist Europa. Ich würde es vielleicht irgendwie ein bisschen bescheidener sagen. Ich würde sagen, Russland ist Teil Europas. Und wenn wir über Europa reden, dann müssen wir auch ganz klar sagen, wir reden hier nicht über Geografie, wir reden über einen Gedanken, eine Idee, eine normative Idee. Und wenn Sie behaupten und beanspruchen, Teil dieser normativen Idee zu sein und überhaupt jeder, der hier hineinkommen möchte, in diese normative Idee Europa, so muss derjenige einige wenige doch grundsätzliche Regeln einhalten. Eine Regel ist, dass man die Integrität, die Souveränität der Nachbarn achtet. Und genau darum streiten wir uns. Es geht darum, dass man Souveränität eben nicht respektiert, sondern versucht, Einflusssphären zu schaffen. Man kann natürlich sagen, wo stehen wir heute im Vergleich vor einem Jahr, wo wir das auch debattiert haben. Sie haben es in der Einführung gesagt, wir haben den Minsker Prozess genutzt. Wir haben ihn eingesetzt, weil es beiderseits einen Willen gibt, weitere Eskalationen zu vermeiden. Es gibt auch eine Schwerpunktverschiebung. Einmal weg von der Ostukraine in die ganze Ukraine bis hin nach Kiew. Ich denke, Putin sitzt und wartet ab, ob die Ukraine tatsächlich sich erfolgreich weiterentwickelt. Ihr Kampf um Verbesserung, Kampf gegen Korruption, Modernisierung, ob dieser erfolgreich oder nicht erfolgreich sein will, das wartet er wohl ab. Und hier gibt es kritische Hinweise darauf, dass es Hindernisse gibt, innerstaatlich bedingt. Und da muss die Ukraine besser dagegen vorgehen, gegen die Probleme als in den letzten Monaten. Also das ist vielleicht so ein Schwerpunkt, diese Abwartehaltung, ob die Ukraine weiterkommt oder ob sie Probleme haben wird. Und die zweite Interessen- und Schwerpunktverschiebung hat stattgefunden, weg von der Ukraine hin nach Syrien, wo wir genau das gleiche Muster sehen. Man versucht, eine Einflusssphäre zu schaffen. Assad, das Assad-Regime, Damaskus, genau das ist das Vehikel, das man nutzt, um Macht und Einfluss in der Region zu gewinnen. Das ist die Absicht der militärischen Einmischung. Das ist für mich keine Strategie, das ist eine Art von taktischer Verteidigungshaltung, weil Assad war dabei, militärisch zu verlieren. Also er musste irgendwo einschreiten, der Herr Putin, um seine Einflusssphäre zu sichern. Aufgrund des Fehlens der Strategie gibt es auch ein echtes politisches Problem für Putin, und das heißt, wie komme ich da wieder raus? Welche Exit-Strategy kann ich haben? Weil es gibt hier ein Fehlen jeglicher Strategie. Es gibt auch keine Strategie wieder hinaus aus dem gegenwärtigen Szenario. Und es ist ja auch im Interesse Russlands, nicht ständig weiter reinzuschlittern in die Situation und Terrorismus auf Russland zu konzentrieren. Und das ist tatsächlich eine unmittelbare Sicherheitsbedrohung für Russland, und sie hat sich in den letzten Wochen deutlich erhöht. Also gibt es ein Interesse für eine politische Lösung in Moskau. Im Vergleich zu dem, was wir vor einem Jahr gesagt haben, in dem Verhältnis zwischen Russland und Europa, könnte es tatsächlich heute so sein, dass trotz der deprimierenden Situation, ganz besonders in Syrien, vielleicht irgendetwas entsteht, ein Boden, auf dem wir beginnen können und zumindest die gemeinsamen Interessen auf kleiner Ebene zu definieren, wo wir wieder anfangen können, Russland einzubinden.
als Beitrag für eine Lösung. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird, aber ich denke, wir sollten beginnen, genau an dieser Ebene anzusetzen, dort Verbesserungen zu machen. Ich hätte gleich noch eine Anschlussfrage an Sie. Wir haben die Sanktionen, die sind immer noch in Kraft. Wenn der Minsker Prozess Fortschritte macht und zufriedenstellende Ergebnisse zeigt, denken Sie, dass dann die Sanktionen im nächsten Jahr zumindest teilweise aufgehoben werden sollten? Das ist genau die Funktion der Sanktionen. Das ist ja kein Selbstzweck, sondern Sanktionen dienen immer dem Ziel, politische Ziele zu erreichen. Und wenn wir tatsächlich fundamentale Fortschritte sehen bei der Umsetzung des Minsker Abkommens, und das heißt an erster Stelle, wenn es Erfolge gibt dabei, die Grenzkontrolle der ukrainischen Grenzen durch den ukrainischen Staat wieder zu etablieren, dann denke ich zwar, dass dieser Fortschritt so fundamental auch nicht erreicht werden kann in kurzer Zeit, aber dann, wenn das erreicht ist, sollten die Sanktionen aufgehoben werden. Wie sieht es in Lettland aus? Was denkt Lettland zur Aufhebung von Sanktionen? Wie gesagt wurde, Sanktionen tun beiden Seiten weh. Es ist kein Spaß, sie zu verhängen, aber es gibt gewisse Situationen, wo es einfach notwendig ist. Und dann muss man schauen, was passiert danach. Ich möchte zurückkommen auf das, was Herr Tschischow gesagt hat. Alle hassen Russland und es gibt Russophobie. Wir als unmittelbare Nachbarn sind meistens einbezogen in solche Anschuldigungen. Und hier muss ich einen kleinen Zwischenfall aus meiner Zeit in der Präsidentschaft erwähnen. Wir haben den Drei-Stern-Orden verliehen an Präsident Jelzin als Zeichen der Freundschaft, denn er war derjenige, der das Dokument unterzeichnet hat zwischen der Russischen Föderation und Lettland, wo unsere Unabhängigkeit und Souveränität anerkannt wurde. Unter Putins Präsidentschaft vergingen 5 Jahre und Herr Jelzin durfte dann nicht mal den Orden in Empfang nehmen. Zum Ende seines Lebens kam er trotzdem. Er hat sich entschuldigt für die Verspätung und hat gesagt, es gab einige diplomatische Komplikationen. Er konnte nicht kommen. Er hat sich entschuldigt. Und nachdem ihm der Orden verliehen wurde, hat er sich an die Ostsee gesetzt. Ich saß mit ihm, wir haben Wodka getrunken und er hat mich umarmt und hat gesagt, Vaira, wir sind doch Freunde, oder? Ich habe gesagt, Boris, natürlich sind wir Freunde, wir mögen uns absolut. Sie sind ein toller Mann. Und er sagt, warum seid ihr immer so gegen die Russen? Ich sage, Boris, sind wir gar nicht. Wir hassen sie nicht. Wir lieben sie. 20% unseres Handels läuft zwischen und 20% unserer Eheschließungen finden zwischen Letten und Russen statt. Also Liebe ist tatsächlich nachgewiesen. Herr Makiev, gleiche Frage an Sie. Wie würden Sie sich äußern zu einer teilweisen Aussetzung der Sanktionen? Sanktionen sind ein einmaliges Werkzeug, das wir einsetzen. Wir haben die Sanktionen, wir haben natürlich auch das Verhandlungsformat Minsk. Und die Sanktionen stellen hier in diesem Gesamtrahmen nur ein Instrument. Sie üben einen Druck auf Russland auf, sich korrekt zu verhalten und seine Schiffer von ukrainischem Boden abzuziehen, sich wieder zu engagieren im Verhandlungsprozess und Druck auszuüben auf seine Stellvertreter im Donbass. Wir haben allerdings noch nicht das erhalten, was wir gehofft hatten zu erhalten im Sinne von defensiven Waffen von unseren Alliierten, sodass wir uns besser gegen den Aggressor verteidigen können. Deswegen sind die Sanktionen so wichtig und ich würde es nochmal wiederholen wollen. In der Europäischen Union bei unseren Partnern gibt es ein klares Verständnis, dass die Sanktionen abhängig sind von der vollen Umsetzung des Minsker Abkommens. Wie
nun das positivste Ergebnis dieser gesamten Krise aussehen wird, das ist leicht zu beschreiben. Zunächst einmal müssen die russischen Truppen aus der Ukraine abziehen. Das wurde klar gesagt vom Premierminister Kanada beim letzten Treffen. Und nur so kann die Russische Föderation diese Sanktionen wieder loswerden. Nur so kann der Vertrauensverlust wieder abgebaut werden. Und nur so kann sich ein Verständnis entwickeln, dass Russland ein guter Partner sein kann, auch für die Bewältigung anderer Krisen in der Welt. Herr Chizhov, wenn Russland aus der Ukraine abzieht, können die Sanktionen aufgehoben werden. Stimmen Sie dazu? Nun, Sanktionen möchte ich nicht diskutieren. Das ist nicht mein Kerngeschäft. Und schon gar nicht möchte ich darüber verhandeln, ob sie jetzt nun aufgehoben werden, komplett, oder ob sie nur erleichtert werden. Die Sanktionen, die sogenannten Sanktionen, und hier muss ich sagen, rechtlich korrekt kann nur der UN-Sicherheitsrat mit Fug und Recht Sanktionen verhängen. Alles andere ist per Definitionem illegal. Also diese einseitigen, restriktiven Maßnahmen sind tatsächlich ein Problem. Es ist ein Problem, das geschaffen wurde von der Europäischen Union. Und andererseits auch von den Vereinigten Staaten. Und hier auf dieser Seite muss auch das Problem beseitigt werden. Ich würde nicht sagen, dass die sogenannten Sanktionen gar keinen Effekt haben auf die russische Wirtschaft, besonders dem Finanzsektor. Natürlich gibt es das, aber dem können wir widerstehen. Das können wir aushalten. Und wenn der Gedanke ist, dass mit den Sanktionen uns zu beeinflussen, und die russische Politik zu beeinflussen und Russland dazu zu bewegen, seinen Kurs zu verändern, dann war das ein Versagen der Sanktionen. Aber wenn andererseits der politische Druck, der ausgeübt wird durch Sanktionen, andererseits darauf gerichtet ist, weil natürlich die Politik sich nicht verändert hat, das ist das nächste Ziel, dass man ein Regime Veränderung herbeiführen will. Das wird auch nicht geschehen. Vielen Dank. Herr Bild, Sanktionen, sind die illegal, wenn sie nicht durch den UN-Sicherheitsrat ausgesprochen werden? Ganz klar können Nationen das tun und Russland macht das übrigens selber ganz gern. Denken Sie mal dran zurück, also die drei baltischen Republiken, die versucht haben, Unabhängigkeit zu erreichen. Da waren komplette Sanktionen von Russland ausgesprochen. Und das haben wir schon viel und oft gesehen, dass man also de facto Sanktionen eingesetzt hat gegen Nationen in der Peripherie. Also zum Beispiel, Sie haben gesagt, georgischer Wein ist giftig oder polnisches Fleisch kann man nicht essen. Aber das wirtschaftliche Instrument war ein schweres Instrument, auch in der russischen Außenpolitik. Aber noch einmal zu der Rolle der Sanktionen. Ich möchte auch noch mal sagen, dass Sanktionen nur ein Teil der Politik sind. Es gibt andere Aspekte der Politik, die wichtiger sind. Aber es ist natürlich wichtig, um zu demonstrieren, dass man eine gemeinsame Überzeugung hat in der Europäischen Union, in den Vereinigten Staaten, um eine Lösung in diesem Konflikt herbeizuführen. Und die Sprache des Europäischen Rates, wenn ich das richtig erinnere, ist die volle Umsetzung von Minsk. Ich glaube nicht, dass es im Interesse von keinem ist, auch nicht Russlands ist, dass man also einen halb gelösten, halb offenen Konflikt hat, einen halb eingefrorenen Konflikt hat in Ostukraine. Man muss also eine volle Umsetzung haben. Und es gibt auch noch die Krim, das sollte man nicht vergessen. Und dann gibt es auch noch, ich habe Sorge dabei, dass wir eine Proliferation haben der eingefrorenen Konflikten in der Peripherie von Russland. Ist, glaube ich, der fünfte oder sechste eingefrorene Konflikt. Und das ist nicht gut für die Stabilität von Europa. Das ist nicht gut für die langfristige Stabilität von Russland. Und es ist überhaupt nicht gut für keine Seite. Also wir müssen
darauf drängen, dass wir die komplette Lösung erreichen, um dann zurückzugehen zu der Position, wo wir waren vor ein paar Jahren mit Russland. Vielen Dank. Jetzt möchte ich gerne diese Podiumsdiskussion eröffnen für das Publikum und Fragen annehmen. Und ich würde gern ein paar Fragen erstmal annehmen. Also mit Ihnen fangen wir an. Also warten Sie bitte und vielleicht können Sie sich auch vorstellen und sagen Sie auch, wem Sie diese Frage stellen. Ich bin aus Georgien, Katrin Zerosa, und ich bin im Zentrum für Konfliktlösung. Also wir haben die Ukraine diskutiert, aber es gibt, geht um viel mehr. Es gibt 5 aus 6 Länder der osteuropäischen Partnerschaft einen offenen Konflikt. Und in 2008 gab es Georgien. Und das fing in den 90er Jahren an. Und Sie sehen, das war also tatsächlich ein gemeinsamer Nenner oder ungeklärte Konflikte scheinen im ganzen Nachbarschaften. Und wir sprechen über die erhaltene Sicherheit in Europa. Und wenn das ein gemeinsames Interesse ist, dann müssen wir diese Konflikte lösen, und zwar nachhaltig lösen und die Souveränität der Länder beizubehalten. Wie können wir das also tun? Also wir können die es geht nicht nur darum, das Feuer zu löschen, also was die langfristige Strategie, also nicht nur der Waffenstillstand, also das wird auch nicht beibehalten, wie in Georgien zum Beispiel. Aber wie können wir das also entsprechend beibehalten? Eine langfristige Frage. An wen haben Sie die Frage gestellt? Also das ist die Frage an das ganze Podium. Und ich wäre sehr dankbar, wenn Sie da antworten können, besonders von der Russischen Föderation. Also ich werde dann jemanden entsprechend wählen dann. Also an Herrn Botschafter Tschischow, der nicht über die Sanktionen sprechen möchte. Gibt es also keine neue russische Sanktionen gegen die Ukraine, wenn die Handelsvereinbarung dann umgesetzt wird in den nächsten paar Monaten? Und eine weitere Frage dort drüben. Ruslan Pukov aus Russland. Und meine Frage ist vielleicht eine Provokation, aber es ist keine Provokation. Es hört sich nur so an. Aber Englisch ist nicht meine Muttersprache. Es ist einfacher, hier so zu sagen. Roderick Brothwood, so der ehemalige Botschafter in Russland und Koordinator der Special Services in den Anfang der 90er Jahre, erzählt die Geschichte gern. Also wenn er in der Sowjetunion war und nach Armenien fuhr und die armenische Nationalbewegung hat ihm gesagt, also die Leute, wie schlimm die Sowjetunion ist und wie Armenien dann entsprechend sich entwickeln würde. Und aber dann sagt er, schauen Sie sich mal die Umwelt, Sie haben ja keine sehr freundlichen Nachbarn, aber diese Leute haben dann gesagt, na, ist egal, wir haben Garantien von allen Sicherheitsmitteln außer Russland, also der Sowjetunion damals, dass sie uns dann schützen werden und die Unabhängigkeit schützen. Aber Sir Roderick hat gesagt, denken Sie an die Geschichte, die großen Nationen lügen doch mal an kleine Nationen. Also meine Frage ist, also wir wollen die Mantra immer wieder wiederholen, dass jeder gleich ist und die Stimme von Suriname ist genauso wichtig wie die Stimme von den Vereinigten Staaten. Aber de facto ist es doch so, das ist ein Beispiel, dass das nicht wahr ist. Deshalb möchte ich einfach nur fragen, also eine theoretische Frage stellen, die Realität und entsprechend die guten Worte. Und wenn ich noch eine zweite Frage stellen kann, ansonsten muss ich aufhören, wenn man also Janukowitsch, über Janukowitsch spricht, also hypothetisch gesagt, dass die in USA, in Baltimore, einen Aufruhr gibt und dann gibt es Militär und sie würden also Obama rausschmeißen, weil er schwarz ist und weil er Obamacare eingeführt hat und sie würden sagen, naja, durch die Verfassung können sie also entsprechend Waffen tragen und sie können also die Regierung rausschmeißen, die sie nicht als korrekt ansehen. Hypothetisch, was wäre die Reaktion der internationalen Gemeinschaft bei solchen Ereignissen in den USA? Es ist keine Provokation, es ist einfach nur eine Frage. Also wen haben Sie da gefragt? Jeden, also außer Herrn Botschafter Tschischow. Also wir noch eine weitere Frage da hinten. Also vielen Dank, Stepan aus Armenien. Und ich, also meine erste Frage an Herrn Tschischow. Also wie ich Sie verstanden habe, haben Sie gesagt,
dass die osteuropäische Partnerschaft, die östliche Partnerschaft geopolitisch motiviert war. Und also da können wir auch sagen, dass die russische Haltung über diese Politik entsprechend durch diese geopolitische Motivation betrieben wird. Aber ich möchte noch sagen, der Außenminister von Russland hat doch gesagt, nach der Orangenen-Revolution, dass Russlands traditionelle Einflusszone kein Platz ist für einen Wettbewerb mit der EU. Also das war vor der östlichen Partnerschaftspolitik. Also warum habe ich daran gedacht? Weil es geht um besondere Haltung von Russland gegenüber dieser Gegend und dieser Region. Also es ist keine Haltung zu einem bestimmten Programm oder Politik der EU, aber es ist eine generelle Haltung über die EU-Einfluss oder Politik in dieser Region. Also ich möchte noch schlussfolgern, dass Russland nicht gegen bilaterale Beziehungen der Länder ist, wie die Ukraine, Armenien, Georgien und so weiter und so fort, mit der EU. Aber, oder Russlands starre Haltung geht nur darum, über die Ostpartnerschaftspolitik, die geopolitisch motiviert ist, wie Sie gesagt haben. Ist das richtig oder ist Russland gegen jede Art der EU-Einfluss, also Arbeit in dieser Region? Zweite Frage an Herrn Carl Bildt. Also sehr kurz bitte. Ja, sehr kurz. Also Herr Commissioner Füller hat oft gesagt, vor 2 Jahren, dass Armenien also nicht das Assoziierungsvereinbarung unterschreiben kann, wegen weil sie in einer anderen Liga spielen. Denken Sie nicht, dass es eine verpasste Gelegenheit war, besonders wo Armenien und die EU nicht ihre Beziehungen neu definieren konnten, bis zum heutigen Tage nicht definieren konnten? Also viele Fragen an Herrn Tschichow und vielleicht fangen wir mit Ihnen an. Und vielleicht die georgische Unabhängigkeit. Also die dritte Frage, da ging es um Sanktionen. Also Sanktionen sind nicht ein Werkzeug, das wir überlegen einzusetzen gegen die Ukraine. Und ich denke, wir erwarten, dass die Ukraine ihre eigenen Verpflichtungen erfüllt, die sie eingegangen sind, einschließlich diejenigen im Minsker Abkommen und natürlich die finanziellen Verpflichtungen, wie entsprechend die 3 Milliarden Dollar Schuld zurückzuzahlen, die fällig wird, und zwar ein paar Wochen. Und soweit Sanktionen anbetrifft, also ich überlasse es der EU zu entscheiden, ob die Ukraine Sanktionen entsprechend verdient dafür, dass sie das Minsker Abkommen nicht umsetzt, weil Russland nicht die ukrainischen Gesetze annehmen kann für die Ukrainer. Weder das Gesetz über den speziellen Status oder über eine Amnestie und noch was die Wahlen anbelangt, das Wahlrecht. Zweite Frage, da ging es um die östliche Partnerschaft. Ich glaube, da muss ich ein bisschen erklären, was ich meinte. Also als dieses Projekt dann entsprechend auf den Weg gesetzt wird, und Karl kann das entsprechend bestätigen, er hat das zusammen mit seinem Freund Sikorski auf den Weg gebracht, waren wir offen dazu. Wir haben gesagt, okay, Russland sieht sich selbst nicht als ein Subjekt oder Objekt dieser Politik. Aber wir sind offen zu sehen, ob es vielleicht bestimmte spezifische Projekte gibt, die vielleicht für uns von Interesse sind, also auch den Fokusländern oder der EU. Und die EU hat gesagt, okay, wir geben Ihnen eine Liste. 6 Jahre vergingen, kein einziges Projekt wurde uns da entsprechend unterbreitet. Und das hat natürlich nur unseren Verdacht gestärkt, dass es irgendwo eine versteckte Agenda gab dahinter. Vielen Dank. Herr Bildt, Sie wurden gefragt, ich habe auch eine Twitter-Frage danach. Gut, ein paar Anmerkungen. Erstmal hatten wir die etwas unwahrscheinliche, das amerikanische Szenario. Was wäre unsere Reaktion? Ich denke, Nummer 1-Reaktion würde zu sagen, also völlig erstaunen darüber, was in den USA stattfindet. Und zweitens, wenn Mexiko die
USA dann entsprechend einmarschiert werden, Texas und Kalifornien zu annektieren, da wären wir dagegen. Und dann noch ein paar Anmerkungen über Wladimir, was Wladimir gesagt hat. Absolut richtig, erst einmal, wir haben diese östliche Partnerschaft aufgelegt. Warum haben wir das gemacht? Weil von der EU-Seite und meines Erachtens hatten wir diese gedacht, dass wir diese Länder vernachlässigt hatten. Wir hatten also Russland priorisiert, also wir hatten die ganze Zeit mit Russland diskutiert und dann hatten wir die Ukraine und die kleineren Länder haben gesagt, was ist mit uns? Und kümmert ihr euch nicht um uns? Und dann haben wir uns darum gekümmert und sie wollten uns sich uns nähern und das war die östliche Partnerschaft. Und dann hat Wladimir sicher recht. Also, dass wir keine Projekte ihnen unterbreitet haben. Aber das Fokus war natürlich auf den Freihandelsabkommen, Vereinbarungen. Und das waren Verhandlungen, die sehr kompliziert waren. Die gingen also ein paar, eine ganze Zeit. Das war auch für Russland offen. Aber Russland hat sich entschieden mit der Zollunion und so weiter. Also, sie wollten eine protektive Politik durchsetzen. Also, dann gab es eine Veränderung. Wir haben gesagt, Ukraine, freier Handel mit der EU, ob's okay, wenn wir eine Vereinbarung haben, wunderbar, aber wir haben nie ein Problem mit dem Freihandelsabkommen zwischen Ukraine und Russland. Aber dann haben wir gesagt, Russland hat gesagt, zur Ukraine gesagt, wenn ihr eine Freihandelsvereinbarung mit der EU unterzeichnet, werden wir mit euch keine Freihandelsmärkte haben. Also hier hat Russland den Streit vom Zaun gebrochen. Also unsere Vereinbarung mit der Ukraine war absolut okay mit allen Vereinbarungen zwischen Ukraine und Russland. Wir dachten, das ist gut. Freihandel ist doch gut. Vladivostok nach Lissabon, Kiew und Brüssel und alles. Aber es gab also keine geopolitische Politik in dem Sinne. Es war eine Antwort auf die Wünsche der Länder, nicht vernachlässigt zu werden. Und zwar auf Kosten von Russland. Und mein Argument ist, dass die Politik von Russland sich dann verändert hat. Und vielleicht ist das unsere Schuld. Wir hätten da wacher sein und wir hätten da vielleicht früher reagieren sollen, um das vielleicht zu verhindern. Und ich glaube, das haben wir nach Georgien zu schnell normalisiert und das gab vielleicht dem Kreml den Eindruck, dass wir ein weiteres Land oder dass die EU sich vielleicht ein weiteres Land unter den Nagel reißen können. Und wir haben gelernt, dass es eine Gefahr ist, dass das weiterläuft. Und wenn wir keine dauerhafte Lösung finden, dann ist die Gefahr für die ganze Sicherheitsstruktur und Architektur vielleicht sogar noch ernsthafter ist. Aber es ist natürlich keine Frage. Wir wollen zurück zu dem, was wir mal hatten. Aber die Frage, die wir uns stellen, die große Frage, die wir uns stellen, will Russland das wirklich? Also die östliche Partnerschaft, das ist besonders interessant. Wollen wir da noch einmal kurz bleiben und fragen, Frau Wicker-Freiberger, die östliche Partnerschaft, das war natürlich ein Streitpunkt. Und wenn wir in die Zukunft schauen, muss das verändert werden, muss das angepasst werden, um weitere Konflikte zu vermeiden? Aus dem Diskurs, den wir bislang geführt haben, erkennt das Publikum wahrscheinlich schon, dass wir zwei verschiedene Termini nutzen für die Länder, die aufgrund ihres Unglücks oder ihres Schicksals in und um die Föderation, die Russische Föderation nutzen. Das ist der Cordon Sanitaire aus russischer Sicht. Wer braucht diese Zone, die Russland um sich herum braucht, aus Sicherheitsgründen heraus? Und diese Einflusssphäre wird von Russland als gottgegebenes Recht gesehen. Und sie sind der Meinung, Russland kann den Nachbarn aufzwingen, was sie machen. Die Haltung der EU ist, ja, das ist auch ein Cordon sanitaire um die EU herum. Die liegen einfach mal da. Ich meine, man kann sich sein Land nicht aussuchen. Als ehemaliger Flüchtling weiß ich, man kann sich sein Leben aussuchen, aber nicht das Land, aus dem man kommt. Wenn
Vergleichen wir es mal mit der Fauna. Wenn die Männchen ihr Territorium haben und da Weibchen sind, die sie umwerben wollen, dann in der Regel ist in der Evolution so, dass die Männchen schöne Federn haben, mit denen sie die Frauen anlocken. Das wäre doch so schön, anstatt über einen Fluss Fähren zu reden, mein Territorium, ich erzwinge das Zugeständnis zu meinen Sicherheitsstrategien durch Waffengewalt. Versuchen Sie sich doch für diese Länder attraktiver und mehr sexy zu machen. Und lassen Sie die Länder selbst aussuchen, so wie die Weibchen sich ihre Männchen in der Natur auch aussuchen. Herr Makiew, die östliche Partnerschaft, denken Sie, sie muss verändert werden oder ist sie so, wie sie zugeschnitten ist, richtig? Wie sieht es aus mit dem Zuschnitt des Freihandelsabkommens mit der Ukraine? Wir sind eigentlich schon weit über diesen Gedanken der östlichen Partnerschaft hinaus. Wir haben den gesamten Prozess des Freihandelsabkommens ausgehandelt. Wir haben dieses Abkommen unterzeichnet und das ist der richtige Schritt in die europäische Richtung. Hier möchte ich das nochmal wiederholen, was Sie gesagt haben, Frau Präsidentin. Der Unterschied zwischen dem, was die EU macht und was Russland macht, ist so, dass die EU einen Stabilitätsraum schafft in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. Die EU versucht, diese Länder erfolgreicher, demokratischer, Werte konzentrierter zu machen. Die russische Politik ist genau umgekehrt. Sie schaffen einen Gürtel der Instabilität, damit diese Länder eben nicht den Weg der Integration in Europa und in den euroatlantischen Raum schaffen. Also sie versuchen damit, ihre freie Wahl zu verhindern. Das ist der Hauptunterschied. Nach Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens, nach erfolgreicher Umsetzung des Handelsabkommens werden wir in längerfristiger Sicht ein absolut europäisches Land schaffen, das alle Kriterien erfüllen wird, sowohl wirtschaftlich-politisch gesehen als auch sicherheitspolitisch gesehen. Wir werden damit einen echten Beitrag leisten können für die euroatlantische Stabilitäts Politik für die gemeinsamen Werte, für die Stabilität. Herr Röttgen, wenn wir mal über die Ukraine hinausblicken und auf die gesamtöstliche Partnerschaft schauen, wie wäre der richtige Ansatz aus deutscher Sicht? Es gab ja eine Diskussion in Deutschland zu der Frage, wie wir hier mit der östlichen Partnerschaft weitermachen sollten. Ich denke, wir haben die Transformationsherausforderungen in den osteuropäischen Ländern unterschätzt und tun das immer noch. Wir sehen es in Rumänien, wir sehen es in Bulgarien, da gibt es Erfolge in Georgien und da gibt es aber auch stark polarisierte politische Szenerie. Sie sehen die Rückschläge in Moldova. Und auch, wie ich sagen würde, ist das russische Problem. Oder ist das Problem, das Russland jetzt auf Europa übertragen hat? Es ist das fehlende Vertrauen, das fehlende Selbstvertrauen, dass man in der Lage ist, sein Land zu modernisieren, attraktiv zu werden. Das heißt, die Politik der Macht- und der Einflusssphären ist ein Ersatz für Attraktivität und für die Gestaltung in erster Linie des eigenen Landes. Und das ist das fundamentale Dilemma, in dem wir stehen. Also ich würde sagen, trotz der Lasten, trotz der vielen Herausforderungen, die die deutsche und europäische Außenpolitik haben, müssen wir noch aktiver uns engagieren, um die Stabilität der osteuropäischen Länder mit zu befördern. Wenn wir uns hier noch mehr zurückhalten, weil einfach der Erfolg nicht so kommt, wie wir dachten,
dann gibt es die Gefahr, dass wir zunächst ökonomische Fehlschläge erliegen werden und danach kommen die politischen Fehlschläge. Das heißt, es ist in unserem gemeinsamen europäischen Interesse, dass Osteuropa erfolgreich bleibt. Und deswegen müssen wir mehr investieren. Das ist eine präventive Außenpolitik. Man sieht nicht sofort die Notwendigkeit, mehr zu machen. Aber wenn wir künftig nicht mehr machen, dann erhöhen wir das Risiko eines Versagens. Und ein Versagen der osteuropäischen Länder wäre ein Beitrag zu einer neuen Teilung unseres Kontinents. Sind Sie, Herr Cizov, glücklich angesichts des Zusammenbruchs der Regierung in Moldau? Nun, glücklich bin ich nie angesichts des Zusammenbruchs irgendeiner Regierung und auch nicht in Moldau. Natürlich ist Moldau im Moment in einer sehr tiefen politischen Krise verhaftet und wir hoffen, Sie sind vernünftig genug, aus dieser Krise wieder herauszukommen, ohne unangemessenen externen Einfluss. Damit meine ich nicht alle europäischen Länder, sondern ein europäisches Mitgliedsland, das in der Nähe von Moldau liegt. Ich möchte noch reagieren auf das, was Karl gesagt hat, hinsichtlich der östlichen Partnerschaft als Konzept. Das ich eben angeblich fälschlicherweise als politisches Konzept bezeichnet. Ich möchte hier Ihren ehemaligen Kollegen zitieren, den Linas Linkevičius, ehemaligen Außenminister der Litauens. Er war ja auch damals in der jungen kommunistischen Liga, damals in der Sowjetunion, ein eloquenter Mann. Er hat gesagt, es ist ein geopolitischer Kampf Europas. Und wir sollen die Ukraine gewinnen. Wir müssen sie gewinnen. Wir können es nicht uns leisten, sie zu verlieren. Wenn das nicht politisch ist, was ist dann politisch? Herr Bild, hier noch eine weitere Frage, die hat entfernt zu tun mit diesem Thema. Wir haben diese Frage über Twitter erhalten. Sivolon Kalander fragt, welche Auswirkungen hätte die schwedische und finnische Mitgliedschaft in der NATO für die Stabilität der baltischen Region, also des Ostseeraumes? Ich habe hier noch eine Frage nicht beantwortet. 2013 hatten wir diese lange nach dem Kreml und da hat sich die Armenische Republik entschieden, aus dem Freihandelsabkommen mit der EU auszusteigen und in die Zollunion zu gehen. Das haben wir nie kritisiert. Es ist das Recht Armeniens, einen anderen Kurs einzuschlagen. Und dann haben wir lange, lange Zeit, jahrelang den Vertrag verhandelt. Und ich meine, wir hatten einfach dann auch nicht die Kapazitäten. Man kann nicht die Dinge ganz schnell von einem Tag zum anderen ändern. Zur Geopolitik. Genau das ist es geworden. Geopolitik. Es ist schon richtig, was Leos gesagt hat. Ich weiß jetzt nicht, was Sie da gesagt haben über seinen politischen Hintergrund, kann ich nicht beurteilen. Ich meine, die Wünsche der Ukraine, von Moldau und anderen hier näher an uns heranzurücken, das haben wir auch langsam betrachtet. Da gab es auch natürlich Vorbehalte und die Ukraine wollte definitiv das Ganze schneller machen. Also wir haben sie nicht getrieben. Sie haben sich an uns gewandt. Sie haben uns getrieben. Und wir haben auch das Recht zu reagieren, Freihandel vorzuschlagen, auf die Integration zu setzen. Aber Russland hat sich eben anders entschieden, obwohl wir auch da ein Angebot gemacht haben zur Frage der NATO. Ich meine, was Finnland und Schweden entscheiden wird in der Zukunft, das weiß ich nicht. Aber es ist eine schwierige Debatte. Schweden ist abgegangen von der alten Neutralitätspolitik. Da hört man nichts mehr. Wir hören heute von einer Sicherheits- und Kooperations-
konzentrierten Politik, die anderen nordischen Länder, die baltischen Länder, sie bauen immer mehr Kooperationsnetzwerke und wir sehen hier, dass das die Sicherheit der Ostseeregion stärkt, der nordischen Region stärkt. Was der letzte Schritt in diesem Bereich sein wird, das bleibt noch zu sehen, aber es werden sehr viele Schritte unternommen, um Stabilität, Prognostizierbarkeit zu erhöhen. Und die Dinge, die wir in Europa jetzt gesehen haben, haben eigentlich die Debatte enorm beeinflusst und geändert in Schweden und in Finnland. Jetzt gebe ich wieder ans Publikum. Da kommt jetzt hier noch eine Frage. Bitte warten Sie, bis Sie das Mikrofon erhalten. Stefan de Spiegel, ich komme aus dem Den Haager Zentrum für politische Studien. Wir haben über Russland geredet, über die externe Aktivität oder Aggression Russlands. Aber ich würde Sie gerne fragen wollen, wie gehen Sie um mit der innenpolitischen Situation? Wir haben die russische Bevölkerung verloren, scheint es. Ich meine, wir haben ja sowas auch. Was können wir da machen? Was müssen wir tun, damit die Bevölkerung nicht komplett der Propaganda unterliegen? Ich meine, wir haben ja noch gesunde Elemente in der russischen Gesellschaft. Müssen wir hier nicht mehr machen für sie, anstatt uns nur auf Putin etc. zu konzentrieren? Das ist eine Frage. Entschuldigung, wir werden jetzt erstmal Fragen sammeln und dann geben wir das Wort an Sie zurück. Ich bin der Botschafter Aserbaidschans. Die Sanktionen der Europäischen Union, die gegen Russland verhängt wurden, sind das Ergebnis. Der Tatsache, dass Russland die territoriale Integrität der Ukraine verletzt hat. Wie Sie wissen, hat Armenien die territoriale Integrität Aserbaidschans verletzt. Und zwar seit 20 Jahren tun sie das, über 20 Jahren. Es gibt 4 Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen bezüglich dieser Thematik. Warum tut die EU hier nichts? Warum verhängt sie keine Sanktionen gegen Armenien? Sind das eben diese Double Standards, wenn das so ist, dann ist die Frage, wie ist es mit diesen doppelten Standards? Helfen die in einer solchen Situation? Und meine Frage richtet sich an die Vertreter der Europäischen Union. Ich bin Vuk Jeremić, ich komme aus Serbien. Viele Leute, ich auch und auch Karl, sagen, dass es 2 kritische Länder gibt für die Zukunft der europäischen Außenpolitik. Hier die Ukraine, eines dieser wichtigen Länder, und auch die Türkei ist das zweite wichtige Land. In der Türkei läuft es eben nicht so gut gerade. Und jetzt reden wir wieder über das Engagement mit der Türkei, Eröffnung neuer Kapitel in Ukraine. Ist die Situation noch drastischer wegen des Konfliktes? Und man hat die Gefahr, dass da ein eingefrorener Konflikt entsteht. Wie sieht es aus mit der europäischen Zukunft der Ukraine? Das ist ein ganz wichtiges Element in dieser ganzen Gleichung. Wie weit können wir gehen als Europa, um der Ukraine anzubieten, Teil der Familie zu werden? Und wie weit können wir gehen hinsichtlich eines Angebotes, das bei uns im Balkan gut funktioniert hat? Denn manche von uns sind noch nicht in der EU. Wegen der komplizierten Situation kann es auch noch dauern für einige von uns, die gerne in die EU wollen. Ich beziehe mich auf die Visafreiheit für ukrainische Bürger. Obwohl man noch nicht in der EU ist, hat man für Serbien, für Bosnien und für andere eine Visafreiheit eingeführt. Und das war wirklich ein ausschlaggebender Punkt für die öffentliche Meinung. Die ging immer mehr pro-europäisch, obwohl wir
auch Schwierigkeiten gehabt haben in unseren Beziehungen zur EU in den letzten Jahren. Christoph Bertram, ich möchte mich beziehen auf das, was Norbert Röttgen gesagt hat. Und vielleicht kann Karl Bildt auch dazu etwas sagen. Gibt es Zeichen der Hoffnung, dass man eine Übereinkunft mit Russland bezüglich Syrien erreicht? Das muss man eigentlich mal ansprechen, denn es ist etwas, worauf wir uns konzentrieren möchten. Vielleicht könnten Sie was dazu sagen, Herr Röttgen, und auch Herr Bildt, den würde ich da gerne um seine Meinung bitten. Ja, Gebiete, in denen es Übereinkünfte geben kann zwischen Russland und der EU. Da möchte ich Norbert fragen. Wir haben ja die EU und die Eurasische Union. Da haben wir komplexe und groß unterschiedliche, stark unterschiedliche Situationen. Was denken Sie, kann da werden? Was kann da passieren? Kann es da mehr aufeinander zugehen geben? Frau Wiege-Freiberger. Die Frage war, wir haben die russische Bevölkerung verloren. Was können wir tun? Das ist eine extrem wichtige Frage, denn ich glaube fest daran, dass in jeder Nation das fundamentale Recht besteht, seine eigene Entscheidung zu treffen. Und auch die Russen haben natürlich dieses Recht. Seit Zusammenbruch der Berliner Mauer und seit dem Ende der Trennung durch den Eisernen Vorhang haben die russischen Menschen die Möglichkeit gehabt, wenn sie aus Fremdsprachen sprechen, Informationen von außen her zu bekommen über die Welt. Sie haben aber die Probleme, dass sie diese Informationen schlecht in eigener Sprache bekommen, weil die Medien sind sehr streng kontrolliert und sehr stark darauf aus, Angst zu schüren. Angst unter den Russen zu schüren, anstatt ihnen eine Rückversicherung zu geben und ihnen zu zeigen, welches Potenzial besteht. Man hat den Russen gesagt, man kann eigentlich sich nur beweisen, indem man bei anderen einmarschiert. Und man muss vielleicht auch die Russen daran erinnern, sie sind eine große Nation, sie haben ein reiches Erbe, das von der ganzen Welt respektiert und geschätzt wird. Und die Welt möchte, dass dieses Potenzial gemeinsam weiterentwickelt wird. Aber was wir in den lokalen Medien hören, Russland ist, dass der Westen degeneriert ist, dass Demokratie überhaupt nichts Gutes ist für sie und besser überhaupt nicht durchgesetzt wird. Das heißt, Demokratie ist überhaupt nicht sexy. Aber der freie Markt und die Verfügbarkeit von Luxusgütern, das scheint attraktiv zu sein. Ich erinnere mich an eine russische Frau, die sich einen Jaguar gekauft hat, sondern hat sich dann auch 10.000 Swarovski-Kristalle einbauen lassen. Und wenn man in Paris und in Mailand, in Rom oder sonst oder in den Vereinigten Staaten in die Luxusgeschäfte geht, dann sieht man die Nouveau Riche, die neuen Reichen Russlands. Das heißt, die materiellen Bestandteile der westlichen Welt sind ihr wert und teuer. Aber sie sind wirklich, sie haben eine Hirnwäsche erlitten und glauben wirklich, dass die westliche Demokratie nichts taugt. Herr Röttgen, also ich möchte vielleicht noch kurz die Frage ansprechen der Sanktionen. Warum, sagen wir nicht im Allgemeinen, dieses Instrument anwenden, der internationalen Politik, auf verschiedene Konflikte, die wir haben? Also ich würde sagen, dass man hier sehr selektiv sein sollte in der Anwendung dieses speziellen Werkzeugs der Diplomatie, wenn wir also sehr, sehr ernsthafte Konflikte haben, große Konflikte haben, wo traditionelle Diplomatie nicht ausreicht und wo die Anwendung von Gewalt keine Option ist, aber wo man trotzdem demonstrieren muss, dass man ernst ist, dass diese Situation nicht akzeptiert wird. Also ich würde sagen, dass wir richtig daran tun,
das sehr selektiv anzuwenden als Instrument. Und ich würde sagen, dass man diesen Kurs beibehalten sollte und dieses Werkzeug der Diplomatie einsetzen. Wir haben das juristisch korrekt eingesetzt. Es hat eine wirtschaftliche Auswirkung. Es dient den Zielen. Es ist ein Ausdruck der europäischen Einheit. Und ich denke, das ist der wichtigste Aspekt vielleicht dieser Sanktionen als diplomatisches Werkzeug gegenüber Russland, weil europäische und westliche Einheit etwas was sehr, sehr wichtig ist. Und das kann nicht nur demonstriert durch Worte, sondern man muss das auch demonstrieren in Taten, dass man also ernst ist, dass man es ernst meint. Und wenn man das also entsprechend akzeptiert, sich auch wirtschaftlich selbst zu schaden, dann beweist man, dass man da ernsthafte Absichten hat. Also die EU-Mitgliedschaft und die Aussicht der Mitgliedschaft für die Ukraine, da würde ich sagen, das würde ein bisschen die EU in der gegenwärtigen Situation etwas überfordern, sondern auch die Ukraine überfordern in der Situation. Jetzt, da wären wir nicht realistisch und nicht ernst und nicht ehrlich ihnen gegenüber. Aber ich denke, und wir werden auf diesem Kurs bleiben, wir sind da sehr klar, dass die Ukraine europäische Solidarität verdient und benötigt. Und wir sind auch bereit, bilateral zu geben. Aber wir sind auch ganz klar, dass es nicht nur um die Ukraine geht. Dieser Konflikt geht nicht nur um die Ukraine. Es geht um die europäische Ordnung. Es geht um unsere eigenen Interessen und die Interessen, dass die Ukraine nicht versagen wird. Und dafür investieren wir viel und sollten das auch investieren. Aber wir sollten ehrlich und realistisch bleiben, was die Perspektiven anbelangt. Und die letzte Frage von François, die EU und die Eurasische Union. Also meine Einschätzung dafür ist, dass es nicht zwischen den Institutionen oder den Organisationen da so viel Platz gibt für Entwicklung der Beziehungen. Aber ich denke, man sollte trotzdem den Fakt beachten, dass also außer Russland, dass alle Mitglieder dieser Union nicht unbedingt freiwillig sind und dass sie diese Union nicht unbedingt begrüßen. Also das sollte man nicht vernachlässigen und nicht Belarus und die anderen Länder sollte man nicht ignorieren. Aber man sollte ihre Situation betrachten, dass sie da nicht unbedingt freiwillig in dieser Union sind. Und was sie wollen bilaterale Beziehungen mit uns zu haben, um russischen Einfluss entsprechend ein Gegengewicht zu bieten. Und dann sollten wir ihnen etwas anbieten. Und ein Satz, ich habe Syrien erwähnt, das stimmt. Ich bin überzeugt, dass wir in Europa Geduld brauchen. Es wird viel Zeit benötigen. Und ich sehe dieses Element noch nicht, wo wir wirklich einen substanziellen Beitrag leisten können zum Fortschritt. Und vielleicht sollten wir wirklich versuchen, diesen Konflikt zu umgehen, indem wir uns mit dem syrischen Aspekt auseinandersetzen und Russland vielleicht dann auf der internationalen Bühne wieder an den Tisch zu bekommen. Und das sollten wir zumindest versuchen. Herr Makeyev, ich möchte Sie bitten, zu der Frage zur Mitgliedschaft der EU oder der Ukraine in der EU. Also die Veränderung der Herangehensweise der Ukraine, der Haltung, was also die EU und NATO entsprechend angeht, das fing dann letztes Jahr an, als wir aufhörten, über das Datum und die Mitgliedschaft an sich zu sprechen. Aber wir haben uns über Reformen des Landes unterhalten, um diese Kriterien zu erfüllen, damit die Ukraine eigentlich entsprechend sich qualifiziert, EU- und NATO-Mitglied zu werden. Und hier ist wir würden also nicht gern eine Last sein für die Europäische Union und NATO, aber wir wollen ein Pluspunkt sein. Um das zu erreichen, müssen wir natürlich Reformen durchsetzen und das ist, was wir zurzeit tun.
Also seien Sie darauf vorbereitet, etwas beizutragen zur Sicherheit und zum Wohlergehen, und zwar auf der Grundlage der gemeinsamen Werte und von Europa. Und das könnte dann auch entsprechend der weiteren Entwicklung der Europäischen Union und der europäischen Idee dienen. Ich denke, dass das Sex, Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und die freie Bewegung, das ist, was am sexy ist für die Ukrainer. Also das ist viel, natürlich, aber das, ja, absolut richtig. Das sind die Elemente, die wir suchen und die, denen wir uns verpflichtet fühlen. Und die Reformen sind darauf ausgerichtet, diese Kriterien zu erfüllen. Und dann sind wir qualifiziert für die Mitgliedschaft, denke ich. Herr Bild, es gibt noch ein Twitter. Eine Twitter-Frage, ich werde Ihnen diese Frage stellen und den anderen und auch eine weitere Twitter-Frage auf Syrien bezogen. Und die Frage hier lautet, wie ist das mit der Roadmap zu der neuen Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zwischen Europa und Russland? Ist Syrien eine Chance oder ein Stolperstein? Nein, weder noch. Es sind zwei verschiedene Dinge. Wir können eine Zusammenarbeit mit Russland haben, über in den Iran-Verhandlungen zum Beispiel. Also ich denke, dass die Russland auf jeden Fall entsprechend auch mit den Verhandlungen mit Syrien entsprechend sein sollten. Aber Iran sollte auf jeden Fall an Bord genommen werden. Und Russland ist, funktioniert jetzt als Luftwaffe von Assad. Also sie haben da einen größeren Hebelkraft in Damaskus denn bevor. Ich weiß nicht, wie Sie das einsetzen wollen. Die Iraner haben mehr Einfluss, weil sie auf dem Boden sind und mit für Assad kämpfen. Und jeder muss also ein Teil dieser Lösung sein. Aber es gibt keine, es gibt ihnen da nicht das Recht, Nationen in Europa falsch zu behandeln. Also es gibt keine Beziehung zwischen den beiden, dass sie Russland nett sind in Syrien, wenn sie da sich entsprechend so bewegen und dass wir das dann entsprechend Dinge, die sie in der Ukraine tun, dann übersehen. Das wird nicht geschehen, aber Russland ist ein Mitglied der G5 und die sind immer noch Teil von Assads Luftwaffe und Teil des ganzen Geschehens in Syrien. Und das war eigentlich in, die Intention von Russland, um zu demonstrieren, dass sie ein Teil der ganzen Situation sind. Auch natürlich, um die Aufmerksamkeit ein bisschen von der Ukraine abzulenken. Aber ich möchte noch mal kurz, kurz anmerken, die ukrainische Mitgliedschaft der EU ist zurzeit nicht auf der Tagesordnung. Aber das ist natürlich auch nie eine Lösung für immer. Also es gibt den Artikel 49 der Abkommen. Und das ist natürlich für jede europäische Nation, die gewählt ist und in der Lage dazu, die Verpflichtung einzugehen. Und da müssen wir natürlich noch eine ganze Wegstrecke zurücklegen. Aber es gibt schon Schritte. Und Herr Jukic hat gesagt, der Präsident, also wenn die Ukraine diese Kriterien erfüllt, da wird entsprechend die Mitgliedschaft möglich sein. Also da gab es ein bisschen ein kleines Problem, aber ich denke, die Möglichkeit des Freihandels mit der Ukraine, wie wir es mit Moldova haben, wie wir es mit den baltischen Staaten haben, sollte kein Problem sein. Also vielen Dank. Herr Tschischow, was denken Sie, ist die positive Auswirkung der Zusammenarbeit in Syrien, was also hier in Europa stattfindet? Nun, trotz dem, was einige Menschen in Washington, einschließlich Herrn Obama, denkt, ist Russland immer noch eine globale Macht. Und ich bin froh, sagen zu können, dass das ein Fakt ist, den Europa akzeptiert. Also Russland ist präsent in vielen potenziellen Krisenpunkten in der ganzen Welt. Syrien ist da ein Beispiel und es ist nicht nur mit der russischen Luftwaffe in Syrien, dass wir uns da eingebracht haben. Also letzten Jahr gab es ein Deal
über die syrischen Chemiewaffen. Das war auch ein diplomatischer, ein klarer diplomatischer Erfolg. Russland ist da mit einbezogen, in, also ziemlich stark eingebunden, was also die den Umsetzung des iranischen Nukleardeals anbelangt. Also nachdem die Fanfaren der Unterzeichnung verklungen sind, sind es die alltäglichen Hürden der Umsetzung, die wir hier absolvieren müssen. Und das wird noch eine ganze Zeit andauern. Es gibt andere Gegenden in der ganzen Welt. Ob andere Länder vielleicht das als Ablenkung sehen von anderen Problemen wie der Ukraine, das lasse ich den anderen Ländern einzuschätzen. Also wir spielen keinen einen Konflikt gegen den anderen aus. Und als Teil der Normandie-Gruppe und auch bilateral versuchen wir das Beste, um politische Lösungen zu befördern, dieser sehr dramatischen Situation und sehr kostenintensiven Situation der ukrainischen Bevölkerung. Das wird auch Narben lassen für viele, viele Jahre. Wir hoffen, dass, die Vereinbarung von Minsk, vielleicht ist das nicht perfekt, dieses Abkommen, aber das ist die einzig verfügbare Grundlage und eine Grundlage, die von allen Seiten akzeptiert wird, um dort also, dass diese Vereinbarung umgesetzt wird, wie es aufgeschrieben worden ist. Und ich habe schon oft gehört, dass es ein Thema gibt, also die Grenzkontrollen. Also das ist der letzte Schritt. Das wird der letzte Schritt sein der Minsker Vereinbarung, der Umsetzung der Minsker Vereinbarung. Bevor wir dazu kommen, müssen wir noch viele Schritte unternehmen, und zwar die meisten da von der ukrainischen Regierung. Also Russland kann nicht ukrainische Gesetze annehmen. Das muss natürlich das ukrainische Parlament machen, der ukrainische Präsident. Diese Vorgaben des Minsker Abkommens umzusetzen. Und nochmal zu Russland und der EU, was Karl schon angemerkt hat. Ich glaube nicht, dass wir zurückgehen müssen zu dem, wo wir waren. Das, wir brauchen nicht nochmal einen Kieselstein. Was wir brauchen, ist ein Ziegelstein, den wir als Fundament benutzen können. Vielen Dank, Frau Freiberger. Also noch zwei Anmerkungen über Syrien. Ja, das wollte ich fragen. Also es scheint, und Sie waren die Erste dran, Sie haben das letzte Wort in dieser Podiumsdiskussion, außer jemand anders möchte noch was sagen. Also bitte. Also was Syrien anbelangt, es gibt drei Ebenen des Problems. Also die Wurzel ist doch, dass sie ein Land dort haben, wo 10% der Bevölkerung im Prinzip eine autoritäre Regierung ausüben können über den Rest der Bevölkerung. Und wenn als der Rest der Bevölkerung bessere Gleichberechtigung erreichen wollten in dem Land mit, okay, drastischen Maßnahmen, hat Assad dann das unterdrückt. Das ist die erste Ebene der Probleme in Syrien. Zweite Ebene ist, dass Syrien etwas geworden wurde für Stellvertreterkriege, für andere Quellen, also Iran zum Beispiel, Saudi-Arabien ist dabei. Und jetzt gibt es auch die neu geschaffene islamische Kalifat oder was immer, Kalifat oder was immer Sie, wie Sie immer Sie es nennen wollen. Und dann gibt es die dritte Ebene, da gibt es die ehemaligen Interessen des Einflusses, wie Russland war lange ein Verbündeter von Syrien, sogar seit dem Zweiten Weltkrieg. Und dann gibt es die Interessen der Europäischen Union, weil es... weil es gibt eine Flut an syrischen Flüchtlingen. Natürlich ist die EU interessiert. Und natürlich wollen wir die USA nicht vergessen. Natürlich sind sie eine Weltmacht, immer noch, in der Tat. Und sie haben ein Interesse in der Region. Also mit anderen Worten, all diese drei Ebenen gibt es. Und da muss man Lösungen finden, wie man also diesen gordischen Knoten durchschlagen kann. Das kostet nicht nur die Syrer viel, aber das verbreitet sich als Krebsgeschwür in der ganzen Region und beeinflusst natürlich Europa mit der Flüchtlingswelle. Vielen Dank.
Also ich versuche noch nicht mal diese Diskussion hier zusammenzufassen. Ich denke, es war eine beeindruckende Diskussion der osteuropäischen Beziehung zwischen Russland und EU und der Ukraine und Sanktionen und Syrien und die Auswirkungen auf Europa. Ich denke, wir haben eine sehr lebhafte, unterhaltsame Diskussion erlebt und ich möchte Sie bitten, nochmal einen Applaus für die Podiumsteilnehmer zu geben. Vielen Dank.